Das tägliche Wort Gottes. Der menschgewordene Gott wird Christus genannt, und Christus ist das Fleisch, das durch Gottes Geist angezogen wird. Dieses Fleisch ist anders als jeder Mensch, der aus dem Fleisch ist. Der Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass Christus nicht aus Fleisch und Blut ist. Er ist die Menschwerdung des Geistes. Er verfügt sowohl über eine normale Menschlichkeit als auch eine vollkommene Göttlichkeit. Kein Mensch besitzt seine Göttlichkeit. Seine normale Menschlichkeit erhält alle seine normalen Aktivitäten im Fleisch, während seine Göttlichkeit das Werk Gottes selbst vollzieht. Sei es seine Menschlichkeit oder Göttlichkeit, beide fügen sich dem Willen des himmlischen Vaters. Das Wesen Christi ist der Geist, das heißt seine Göttlichkeit. Daher ist sein Wesen das von Gott selbst. Dieses Wesen wird seine eigene Arbeit nicht unterbrechen, und er könnte unmöglich etwas tun, das seine eigene Arbeit zerstört, noch würde er jemals irgendwelche Worte aussprechen, die sich gegen seinen eigenen Willen richten. Daher würde der menschgewordene Gott absolut niemals ein Werk verrichten, das seine eigene Führung unterbricht. Alle Menschen sollten dies verstehen. Das Wesen der Arbeit des Heiligen Geistes ist es, den Menschen zu retten und um Gottes eigener Führung willen. Gleichermaßen soll auch das Werk Christi den Menschen retten und erfolgt wegen dem Willen Gottes. Da Gott Fleisch wird, macht er sein Wesen in seinem Fleisch greifbar, so dass sein Fleisch hinreichend ist, um sein Werk zu übernehmen. Daher wird das gesamte Werk des Heiligen Geistes in der Zeit der Menschwerdung durch das Werk Christi ersetzt und im Zentrum des ganzen Werkes während der Zeit der Menschwerdung liegt das Werk Christi. Es kann nicht mit dem Werk aus einer anderen Zeit vermischt werden. Und da Gott Fleisch wird, arbeitet er in der Identität seines Fleisches. Da er Fleisch wird, beendet er im Fleisch die Arbeit, die er tun sollte. Sei es der Geist Gottes oder sei es Christus, beide sind Gott selbst und er vollbringt das Werk, das er vollbringen sollte und erfüllt das Amt, das er ausführen sollte. Das Wesen Christi ist der Geist, dieses Wesen ist die Göttlichkeit. Das Wesen Christi ist das von Gott selbst, das sein eigenes Werk nicht unterbricht. Er könnte niemals etwas tun, sein eigenes Werk zerstört. Er könnte niemals etwas sagen, das gegen seinen Willen geht. Der menschgewordene Gott tut also nichts, das seine Führung aufhält. Es gibt keine Aufsässigkeit, keinen Gott. Gottes Wesen ist nur gut. Er drückt nur schön und Liebe aus. Selbst im Fleisch gehorcht er dem Vater, selbst auf Kosten seines eigenen Lebens wäre er immer von ganzem Herzen willig. Es
Es gibt keine Selbstgerechtigkeit in Gott. Er kennt weder Täuschung noch Arroganz. Egal wie schwer das Werk, wie schwach das Fleisch, er unterbricht nie Gottes Werk. Durch Missachtung oder Trotz, lieber erleidet er fleischlichen Schmerz, als den Willen Gottes zu missachten. Der Mensch trifft eigene Entscheidungen, doch Christus würde das niemals tun, obwohl er die Identität Gottes hat. Nicht zu gehorchen.